Hallo und herzlich willkommen beim Brick Freak. Eigentlich wollte ich ja heute euch ein Video zeigen, Aufbauvideo Nummer 3 vom Millennium Falcon. Jawohl, der wäre eigentlich dran. Allerdings, im Bauabschnitt 24 waren 5 Tüten. 24.1, 24.2, 24.4, 24.4 und 24.5. Ich denke, ihr erkennt, was fehlt. Genau, die 24.3. Loi schickt sie mir gleich los. Wird allerdings wahrscheinlich 10 Tage dauern. Ja, und da mir gestern Teile vom Todesstern zerbröselt sind, kann passieren, fangen wir heute mit was Neuem an. Ja, kurz vor Weihnachten hier noch gekommen, im Originalkarton, man glaubt es kaum. Ich war ganz hin und weg von Happy Build oder Xinyu, hat man schon einiges hier auf dem Kanal. In meinen Augen eine tolle Firma, weil gute Qualität, gute Anleitung. Die Steine sind von GoBricks. Ich hatte bis jetzt mit den Xinyu-Sets eigentlich noch keine Probleme. Da sind auch nicht so viele Baufehler drin wie bei den Moldking-Sachen. Also die bringen wesentlich weniger Modelle raus, aber dafür funktionieren die dann auch meistens vollständig und nicht oft wie bei Moldking irgendeine Einschränkung oder man muss es austüfteln. Also von daher bin ich mit Xinyu oder Happy Build hier immer ziemlich glücklich gewesen. Die Modellnummer ist YC23004 und wir haben immerhin in diesem kleinen Karton 5133 Teile. Also allzu klein ist unser Feuerwehrauto hier auch nicht. Was haben wir? Firetruck Scale 1:16. Das dürfte schon ein ganz grob 1:16. Ich denke, der wird schon so... Ne, vielleicht sogar die Größe hier vom Karton oder die Länge hier vom Karton. Gut, was haben wir denn hier alles? Ich zeige es euch gleich. Die Türen können wir öffnen. Wow. Wir haben Remote Control 2.4 GHz wie immer. Wir haben einen Smart Chip. Da bin ich mal gespannt, was das sein soll. Hallo Hund. Dann wäre er anscheinend programmierbar, er ist App-Control steuerbar, ja das wissen wir. Aber wir werden hier uns lieber an die Steuerung mit der Fernbedienung wagen. Ja, was haben wir denn überhaupt drin? Wir haben 2 XL-Motoren, 3 L-Motoren, ein Servomotor. Zweimal, 2 Batterieboxen sind drin, die Fernbedienung. Dann haben wir Carbon-Fiber-Achsen, 25 cm Motorkabel, also Verlängerungskabel und New Special Parts. Ich glaube, ich weiß schon, worum es sich handelt. Soviel ich richtig informiert bin, haben die hier einen Wassertank entwickelt. Das Ding kann anscheinend wirklich Wasser. Also nicht wie bei Lego, so ein bisschen Luft oder so, sondern wirklich Wasser. Ich glaube, da gab es schon mal einen von, Johnny hat mal einen vorgestellt, von der Firma, wo die Achsen nicht kompatibel sind. Hab's vergessen, ist auch schon lange her. Okay, dann zimmer ich den jetzt mal auf, oder mach mal einen Karton auf, gucken wir uns mal an, was drin ist, vor allem die New Special Parts. Tja, in der Box sind 2 Boxen und ihr seht, das ist schön gemacht, so wie es Lego mal angefangen hat, auch mit diesen Aufdrucken drauf auf den einzelnen Kartons, also kann man echt nichts sagen. Und das ist jetzt kein Premium-Special-Produkt. Ja, man fühlt sogar die Aufdrucke ganz leicht. Also schön gemacht, kann man nichts sagen. Jetzt werfen wir mal einen Blick rein, wie viele Bauabschnitte wir haben. Und so weiter und so fort. So, hier haben wir jetzt erstmal die Sachen von Karton A. Erst wollte ich alles auf den Tisch schmeißen, aber das ist ein bisschen unübersichtlicher als jetzt von Moldking oder sowas. Wir haben hier ein paar Tüten 1, paar Tüten 2, paar Tüten 3, paar Tüten 4, 5, 6, 7, 8. Es sind immer so ein paar Tüten, manche sind mit der Nummer drauf, manche komplett nur mit einer kleinen Nummer, wo dann die 8 steht, damit er den Bauabschnitt rausfindet. Also ich schätze, dass im Karton A die Bauabschnitte 1 bis 8 sind. Ja, das ist nicht ganz so optimal gemacht wie bei Moldking. Dann haben wir eine nicht nummerierte Tüte mit Rahmenpanelen, nicht nummerierte Tüte, nicht nummerierte Tüte. Ihr seht's. Dann haben wir 6, 7, 8
nicht nummerierte Tüten, die jetzt wahrscheinlich entweder über das ganze Ding mitgezogen werden oder wenigstens hier über die Bauabschnitte 1 bis 8. Okay, was ich gefunden habe, im Karton B dann aber schon, natürlich habe ich reingeguckt, ist, was haben wir hier, zwei L-Motoren, Batteriebox, drei L-Motoren, zwei Batterieboxen. Also da muss noch einiges unten drin schlummern, aber da will ich jetzt gar nicht groß weiter wühlen, weil da sind Beutel auch aufgegangen. Ja, nachher Kleinteile wühlen. So, was wir aber schon sehen, our special new parts. So, da haben wir das 25 Zoll. Ah, okay, dieses special new part hat schon gleich einen Stromanschluss. Okay. Ja, das können wir hier oben aufmachen. Da ist eine Gummidichtung. Jawohl. Und hier oben ist ein Anschluss für den Schlauch. Und ich denke, das ist alles in einem. Pumpe, Wassertank. Wir setzen nur noch den Schlauch auf und sobald wir Saft geben, geht das Ding los. Ich bin gespannt. Es ist schön angenehm leicht, also viel Technik kann da nicht drin stecken. Die Anleitung, leider wieder so klein. Alte Männer wie ich sind doch immer froh, wenn sie ein bisschen größer angezeigt bekommen. Okay, was haben wir? Stolze 431 Seiten, 1158 Bauabschnitte. Ansonsten ist es eine typische Anleitung aus dem Hause Gobrix, Rael, Moldking, ja. Die grauen hier jetzt nichts aus wie Rael. Und ist mit derselben Software gemacht wie die Moldking-Anleitung. Das ist die Software von Gobrix, weil da haben sie ihre Steine-Datenbank natürlich drin. Insofern produziert Moldking, Rael und so weiter alles eigentlich mit der Gobrix-Software. Und in der Gobrix-Software kann man sich dann entscheiden, ob man den alten Bauabschnitt voll saturiert, komplett desaturiert oder leicht saturiert haben möchte. Je nachdem, Rael, wie gesagt, tut sie grau machen. Es gibt noch einen Hersteller mit Gobrix-Stein, der entfärbt es so dezent. Ich komme mit allen drei Versionen eigentlich relativ gut zurecht. Gut, dann fangen wir mal an. Was ich ziemlich komisch finde, gut, wir haben eine riesige Tüte hier. Schwarze Pins, nur im Bauabschnitt 1. Die werden wir wahrscheinlich jetzt natürlich mittragen. Aber zwei mit dem blauen Achspinne, wow. Aber wie gesagt, ich denke, die werden wir jetzt durchschleppen. Weil im Bauabschnitt 2 haben wir dann gleich zwei Tüten von den dreien langer. Wobei ich sicherlich im Bauabschnitt 1 wahrscheinlich davon auch schon welche brauchen werde. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Aufteilung der Bauabschnitte hier totaler Schrott ist. Oder ob das noch halbwegs Sinn ergibt. Wir werden sehen. Ich fange auf jeden Fall mal an. Nur so ein bisschen zur zeitlichen Orientierung auch für euch. Heute ist Sonntag, der, ich glaube, 16. Sonntag, der 16. Januar. Okay. Ach, Stickerbogen. Ich werde es nicht bestickern. Das darf dann der Käufer von dem Ding machen, ich werde es wieder verkaufen, wie den Tow Truck auch. Ja, also das ist ein Riesenwort. Ich habe keinen Platz. Okay, oder halt bunkern, auseinanderbauen, hoffen, dass die Kinder bald ausziehen. Aber es sind 13 und 16, wird wohl noch eine Weile dauern. Also verkaufen wir es doch erstmal wieder. Okay, bis gleich. So, hier sehen wir den Bauabschnitt 1 und wie erwartet, ihr müsst aus dem Bauabschnitt 2 euch schon die langen blauen Pinne holen. Die sind für alle und natürlich, wie gesagt, auch die schwarzen im Bauabschnitt 1 und die blauen kurzen sind fürs ganze Set wie zu erwarten. Okay, wir haben hier hinten, ihr seht, so eine Art Differential hier gebaut. Das musste ich 3-4 Mal auseinanderbauen, bis das smooth gelaufen ist. Das war also nicht ganz einfach, das Zahnrad, das hintere hier, das war immer so leicht verkantet. Und erst beim 3., 4. Mal habe ich es jetzt so hinbekommen, dass es wirklich smooth läuft. Ne? Geht hier an die kurzen Dreierachsen und geht bis hier vorne. Ihr seht es, läuft es durch. Okay, des Weiteren haben wir den Servo hier verbaut, querliegend.
Und der geht von dem Zahnrad auf das Zahnrad und dann hier vorne und dann auf hier rüber auf die Lenkstange. Ja, das Ganze ist sehr, sehr simpel gemacht, sehr gut, alles miteinander wunderbar verzahnt, verschraubt, ja, ihr wisst, was ich meine, verpinnt. Straightforward, Anleitung, super, super übersichtlich, gibt nicht einmal eine Frage, wo er was hinbauen sollt. Federung wird das ganze Ding natürlich nicht haben. Jetzt bin ich nur mal gespannt, ob wir alle Differentiale hier so komisch bauen oder ob wir auch die richtigen Differentiale von Gobrix benutzen, die alten oder die neuen. Schauen wir mal. Also bis jetzt überhaupt kein Problem. Sehr angenehm zu bauen. Ja, und hier haben wir dann den Bauabschnitt 2. Ihr seht, wir haben einen V8 noch verbaut und ihr seht hier Zylinder. Laufen problemlos mit. Es ist ein kleines bisschen Spannung drauf, aber es läuft relativ rund. Ich denke nicht, dass die Motoren später damit Probleme haben. So sieht es von vorne aus. So sieht es von unten aus. Ihr seht, es geht über zwei Zahnräder. Zwei schwarze. Hier unten das kleinere, oben das größere. Geht es dann direkt zum Motor von hier hinten aus. Die Lenkung haben wir auch angeschlagen, die ist drauf auf dem Servo, insofern, ja, nichts Besonderes, aber lässt sich super bauen. Mal gespannt, ob der V8 noch verkleidet wird oder ob der sichtbar bleibt. Ich hatte es jetzt ein, zwei Mal, dass der Motor verbaut wird. Mal gucken, wie es hier ist. So, jetzt haben wir den Bauabschnitt 3 und ihr seht, wir haben zwei Sitze gebaut. Leider haben wir den V8 verdeckt. Jo, okay. Die Batteriebox, die sitzt jetzt mal wirklich sehr zentral. Also da bin ich fast schon überrascht. Der Servo lässt sich hier wunderbar anschließen. Ja, wir haben hier im vorderen Teil jede Menge Verstärkung und Liftarme und so weiter angebracht. Gibt es jetzt eigentlich nichts Besonderes zu sagen. Außer, dass es an manchen Stellen ein bisschen nervig ist, weil er 4, 5, 6, 7, 8 Pinne hier zum Beispiel, den Liftarm müsste über die ganzen Pinne hier rüberziehen. Und ihr wisst ja, das ist mit den Moleking-Pinnen dann doch ein bisschen schwerer als mit den Lego. Das ist eigentlich das Einzige, was ich jetzt auszusetzen habe, dass man manchmal wirklich ein bisschen drücken muss. Oder man nimmt sich auch ein flaches Messer als Hilfe, um die Pins in die richtige Richtung zu drücken. Und dann funktioniert es schon. Die Sitze, seht ihr, die sind leicht verstellbar. Ja, unten hat sich hier nichts gemacht. Wie gesagt, nur jede Menge Verstärkungen eher im vorderen Bereich. Ich hatte eins vergessen, man sieht es jetzt leider nicht mehr, ich finde sie nicht mehr, aber es sind die Kaderliftarme hier auch verbaut und zwar in schwarz und in grau, in hellgrau. Die Liftarme, die die Bohrungen, ne, ähnlich wie die Rahmen, seitlich und oben drauf haben. Ne, die gibt es von Kader, die gibt es von anderen Firmen. Irgendwo hier drin sind ein, zwei von denen verbaut. Ah, hier ein langer, seht ihr das? Da ist ein Loch und seitlich ist ein Loch. Also hier zum Beispiel ist so ein Liftarm verbaut in schwarz von Kader. Okay, was das bedeutet? Einfach nur, dass man ihn mit reinem Lego nicht nachbauen kann. So, und hier haben wir den Bauabschnitt 4 dann auch montiert. Das heißt, wir haben hier hinten ergänzt um die Hinterachse mit Differential. Und den nächsten oder den ersten L-Motor hier, der dann hier nach oben die Funktion auslösen wird. So, eine Sache, und zwar im Bauabschnitt 4 lagen jetzt keine 7er Achsen bei. Die waren in einer extra Tüte, das sind auch Carbon-Achsen, 7er. Also, nee, halt, das sind keine. So, die gucken jetzt aber deutlich weiter heraus als das, was beilag. Beilegend tun die hier. Ja. Wenn ich die reinmache, mit dem hier rausgucken lasse, dann guckt halt nur sehr wenig raus und die sind sehr schlapprig. Jetzt weiß ich nicht, ob die 7er hier wirklich funktionieren oder ob wir da später Probleme bekommen, weil die weiter rausstehen. Gut, im Moment komme ich noch locker dran. Ist also kein Problem. So, hier haben wir die Unterseite. Seht, es läuft also alles recht sauber und gut mit. Okay,
Ja, eine Rutschkupplung habe ich noch über in dem Bauabschnitt, komischerweise. Den roten, der war nochmal extra drin, aber es lagen zwei drin für hier vorne. Und nochmal eine Carbonachse, die ist aber leider zu lang, um sie hier reinzumachen. Das soll eine 11er sein und die soll 11,5. Gut, ich lasse jetzt mal die normale Achse drin und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Okay, aber bis jetzt ist das Ding echt eine Freude zu bauen, weil er ist super aufgebaut, er ist super, super stabil. Alles wird wirklich gekonnt, miteinander verwoben. Ja. Und es sind keine Fragen von der Bedienungsanleitung her oder irgendwas. Also es ist ein wirklich, wirklich guter, guter Aufbau, der Designer hier von Xinyu. Der hat eine gute Ding gemacht. Ich habe mir vom Welt der Klemmbausteine, lieben Gruß an den Thorstens, Video angeguckt. Also Xinyu ist nicht der Designer. Xinyu heißt eigentlich die Firma, Happy Build ist ihre Marke sozusagen. Aber ich denke, das hat er mittlerweile in den Kommentaren wahrscheinlich auch schon zu seinem Video gelesen, weil ich habe mir mal den ersten Teil von seinem Aufbauvideo nebenbei jetzt hier angeguckt. Okay, dann geht's weiter mit der 5. Ich mache noch 5 und 6 hier in den ersten Teil und die restlichen Bauabschnitte, dann die restlichen 8 machen wir dann im zweiten Teil. So, da haben wir hier den Bauabschnitt 5 und so langsam wird es eng, dass es noch in die Kamera passt. Gut, ich kann natürlich mit der Kamera noch weiter zurück, aber da verändert sich immer so der Winkel, das ist blöd. Okay, ihr seht, wir haben hauptsächlich hier nichts gemacht, sondern hier hinten. Wir haben die nächste Akkubox verbaut, angeschlossen hier das Kabel, das lässt sich auch relativ gut da durchfummeln. Ich denke, wir haben hier auch noch seitlich dann genug Platz, um das da irgendwie unten drunter zu verstauen. Ich glaube mal, Kabelmanagement wird hier nicht wirklich groß ein Problem. Hier oben haben wir einen großen Drehteller drin sitzen. Den nächsten L-Motor hier, der das nach oben antreibt. Also bis jetzt zwei Motoren, Servo und L-Motor, der wahrscheinlich hier eben den Drehkranz dran befeuert. Ansonsten wahnsinnig viele Winkelliftarme in dem ganzen Set. Das ist jetzt alles dermaßen gesichert, dreifach miteinander verbunden. Also es ist höchst massiv. Von unten. So ein, zwei Stellen waren ein bisschen nervig manchmal. Hier hatte ich einen Bockfehler drin. Da hatte ich die Viererachse, die da unten drunter steckt, nicht weit genug drin. Und habe nicht gemerkt, dass die das aufhält, dass das Panel hier nicht passt. Und habe ich gedacht, es ist der Pin, habe den Pin abgesägt. Und dann ging es immer noch nicht und dann habe ich eben gesehen gehabt, dass es nicht der Pin war, sondern die Achse, die nicht ganz drin war. Okay, ansonsten lässt sich es aber absolut super bauen. Gar keine Probleme. Die Qualität ist auch top, wie gewohnt. Also ich habe es nochmal ein, zwei Reviews angeguckt. Da hatten Leute Einschlüsse in den Panels und Kratzer und so weiter. Habe ich jetzt hier in dem Set gar nicht. Also ihr seht, das ist weder matt noch zerkratzt noch sonst was. Ist eine Top-Qualität. Das einzig Negative bis jetzt wirklich ist vielleicht also die Tütensache. Ja. Das, was weiß ich, 1 bis 5 oder 6 sind dann noch so halbwegs bedruckt und ihr braucht aber Zusatztüten, die aber nur für den Bauabschnitt sind. Warum ist dann nicht schon eine Nummer drauf mit der 5? Ja, das kapiere ich nicht. Würde ich nur die Hälfte brauchen, okay, aber ich brauche den ganzen Bauabschnitt ohne Nummer, dann kann man doch auch eine Nummer drauf drücken. Und dann haben wir jetzt dann im Bauabschnitt, also 6 mache ich jetzt hier noch, der hat noch Nummerierung und 7 und 8 müsst ihr dann auf den Tüten gucken, da steht es dann nur noch so ganz klein drauf. Also das Xinyu Happy Build, bitte, 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 macht euer Tütenmanagement noch ein bisschen besser. Das ist wirklich der einzig größere Kritikpunkt an dem Set. So, der Bauabschnitt 6 ist erledigt und damit wären wir jetzt praktisch am Ende von diesem Video. Okay, was kam dazu? Wir haben erstmal unten die beiden XL-Motoren da angeschlossen, wo es zu erwarten war. Gar kein Problem. Dann hier so ein bisschen Seitenverkleidung, die Radkästen ganz normal aus den Winkeldingern gebaut. Haben hier vorne alles ein bisschen verstärkt. Wir haben Auspuffrohre, wahrscheinlich Auspuffrohre dran gemacht.
Mit dem Verlängerungskabel hier werden die beiden Motoren angeklemmt. Das kann man dann, also laut Anleitung sollte es hier vorne dann liegen. Schauen wir mal, weil ich glaube, da kommt noch eine zweite Sitzreihe, wenn ich richtig bin. Aber gut, werden wir sehen. Das Ding hier ist jetzt mittlerweile eines der sichersten. Gerade in dem Bereich habe ich jetzt hier so viel Sicherung angebracht. Das ist abartig. Selten ein Modell gehabt, was wirklich 25 Mal gesichert und gemacht wird. Also da fällt nichts auseinander. Also auf jeden Fall mal vom Body hier. Da fällt garantiert nichts auseinander. Ich denke, wenn ich das jetzt von 1-2 Meter runterfallen lasse, dann fallen hier hinten die Systemteile ab oder vielleicht das hier. Aber ich glaube, im Rest passiert fast gar nichts. Ja, ein bisschen, dass sich was verstellt oder so. Aber das Ding ist abartig stabil. Abartig. Und macht richtig, richtig Laune, lässt sich gut bauen. 1-2 Mal muss man ein bisschen in der Anleitung gucken. Aber im Großen und Ganzen bin ich vollauf zufrieden. Also kleines Fazit, bis auf die Tüten. Das ist echt ein bisschen dämlich gemacht. Ist das Ding ansonsten von der Qualität der Teile, vom Aufbau her, vom Aufbaudesign her, Anleitung, bis jetzt ein absolutes Fest. Kann ich wirklich nicht anders sagen. So wie es aussieht, kommen wir auch relativ gut an beide Akkuboxen im Nachhinein ran. Mal gucken, wie wir den Wassertank befüllen können. Aber bis jetzt keinerlei Klagen. Eine absolute Empfehlung hier. Okay, das soll es auch schon gewesen sein. Teil 2, dann mal gucken, wann er kommt. Wie gesagt, eigentlich wollte ich ja Millennium Falcon weiterbauen, aber da fehlen Teile. Gut, also das nächste Video wird wahrscheinlich eher der Tow Truck. Das Review, damit es endlich weg ist vom Tisch. Und dann bauen wir entweder am Millennium Falcon oder an dem weiter. Ich muss mal gucken, wie es bis nächste Woche sich gestaltet. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt eine gute Zeit. Euer Frank, der Brickfreak. Bis bald. Bye, bye.